nicht verdient, dich nicht, nein, er hat dich nicht verdient. Nimm mich, ich schenk dir das große Glück. Aber Baby, bitte komm zu mir zurück. Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Ganz liebe Grüße und schön seid ihr alle mit dabei bei Stars um 10 hautnah. Und ich sehe, es sind schon wieder einige mit am Start. Ja, ich bin heute hier mal aus einer ungewohnten Gegend. Das hat den ganz einfachen Grund, wenn ihr meine Instagram- und Facebook-Sachen verfolgt habt, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, ich bin momentan schon wieder bei der Arbeit. Nach dem Album ist vor dem Album und ich setze hier ganz, ganz coole Ideen um und bin schon an neuen Songs, schreibe fleißig weiter. Aber ich wollte mir diese eine Gelegenheit, die hier heute sich ergeben hat, nicht entgehen lassen. Und zwar habe ich einen ganz speziellen Gast. Er ist, kann man schon sagen, der Artist Manager des Jahres 2020. Wir kennen ihn als keinen geringeren als den ehemaligen Manager von Michael Wendler. Und ihr wisst längst, von wem ich rede. Markus Kramp ist heute mit am Start. Und ich freue mich wirklich, dass er sich Zeit nimmt, weil ich finde es spannend, sehr spannend, natürlich einerseits auch mit Künstlern hier bei Stars um 10 Talks zu halten, weil ich selber auch als Künstler fungiere. Aber natürlich ist die Branche und alles so groß und da gehören so viele Leute dazu. Und natürlich ist ein guter Manager wirklich unwegdenkbar, sagen wir es mal so. Deswegen gucken wir jetzt gleich mal, was da alles so dahinter steckt. Und ja, das ist wirklich ein Knochenjob. Also ich freue mich und er ist bereits hier. Also Leute, empfangt ihn mit einem warmen, herzlichen Applaus. Markus Krampe, wir fügen ihn hinzu. Alle Emojis, die ihr auf eurer Tastatur habt, jetzt hier reinkommentieren. Am besten nur die besten. So, und dann würde ich sagen, zu Stars um 10 hautnah. Hier ist Markus Krampe und Applaus. Jetzt müsst ihr richtig reinhauen. Moin Markus, hi. Guten Morgen, hallo. So, bist du fit und munter? Ja, wenn ich jetzt sage, ich bin topfit, würde ich ein bisschen übertreiben. Sonntagmorgen um 10 ist normalerweise so. Der Sonntag ist der einzige Tag, wo ich wirklich so ein bisschen langsam angehen lasse. Deswegen ist das für mich eine untypische Zeit, aber wir haben uns ja verabredet und jetzt bin ich hier. Aber du siehst in den Kommentaren, das ist ja hier ein Applaus wie auf Schalke vor 60.000 Leuten. Ne? Das alles nur für dich. Danke, dass du dir Zeit genommen hast hier heute Morgen. Echt cool. Ich sehe gerade, du bist wahrscheinlich in deinem Büro, richtig? Ja. Sehr cool. Ich durfte dich nämlich neulich ja in Gummersbach kennenlernen und es war im Rahmen des Smago Awards. Dort hast du ja den Award Manager, Artist Manager des Jahres 2020 bekommen. Und da wollte ich dich direkt mal fragen, wie ist das für dich als Manager? Wie oft sagt man dir mal Danke? Weil oft geht ja das ganze Lob und der Applaus dann immer nur an die Künstler. Ist das selten für dich? Boah, ja, also ich sag mal, es ist schon so, wenn man einen Künstler hat, der eine große Fanbase hat, dann sind die Fans auch immer sehr dankbar und man ist ja auch, hat auch ziemlich nahen Kontakt zu den ganz engen Fans, die überall dabei sind, wirst du kennen, die Leute, die bei deinen Auftritten immer dabei sind, die lernt man dann auch immer näher kennen und da hört man dann schon mal, ja, vielen Dank und so, dass du für den Künstler sorgst und dass das alles gut funktioniert und alles gut läuft. Okay, schön. Bei den Künstlern ist es, muss ich sagen, wird das vorausgesetzt in der Regel, dass man gut arbeitet. Aber das gehört ja auch dazu. Ne? Also wenn man diesen Job macht, man wird ja nicht dazu gezwungen. Das ist schon nicht ganz unanstrengend. Das werden, glaube ich, viele meiner Kollegen bestätigen können. Weil man hat ja auch immer mit Menschen zu tun. Und Künstler sind Individuen. Und die sind ja deshalb auf der Bühne oder machen ihren Job deshalb, weil sie was Besonderes sind. Sonst wird das ja jeder machen können. Mhm. Und die sind dann manchmal auch in ihrer Persönlichkeit speziell, sage ich manchmal, was nicht negativ sein soll. Ne? Also die sind so fokussiert und so auf ihren Job, und das gehört auch dazu. Und da muss man auch nicht Danke sagen. Man wird in diesem Job, wenn es gut funktioniert, ja auch ganz gut bezahlt. Das darf man auch nicht verschweigen. Von daher gesehen ist alles gut. Cool. Aber hast du auch schon Fangeschenke bekommen? Ja, schon ganz oft. Was war das Verrückteste? Was war das crazyste Fangeschenk für dich? Also es ist, ich habe schon mal einen Gutschein geschenkt bekommen für einen Fallschirmsprung. Hast du es gemacht? Ich weiß nicht, ob ich das loswerden wollte, aber den habe ich tatsächlich bekommen und das war ganz geil, sehr gut. Also auch ein bisschen Adrenalin-Junkie, sehr gut.
Das muss ja sein. Ich nehme mal an, deine Eltern haben damals nicht gewusst oder geahnt, dass du Künstlermanager wirst. Von was hast du damals mal angepeilt? Wolltest du mal Fußballprofi werden oder wie bist du da reingerutscht? Oft ist es ja so als Manager oder so in der Branche oder. Ja, also man kann diesen Job ja so, wie er gemacht wird von vielen meiner Kollegen, von mir eigentlich so nicht richtig lernen. Man kann, man gibt jetzt nicht den klassischen Ausbildungsberuf, wie man jetzt irgendwie im Büro oder so einen Job lernen kann als Manager. Man kann zwar studieren, verschiedene Managementarten, aber ich bin eher so ein Typ, ich stehe auf Praktika, so und die anpacken und so. Bei mir war es so, mein Traumjob war immer, das darf man gar nicht erzählen. Ich wollte eigentlich früher Fahrlehrer werden, weil ich gedacht habe, Fahrlehrer, ja, okay. ich wollte Fahrlehrer werden, weil ich gedacht habe, du fährst dann schön durch die Gegend, guckst durch die Gegend, sitzt im Auto und ist eigentlich ganz bequem. Das war so meine bequeme Denke früher. Aber So, und dann, ja, ja. dann habe ich ja Fußball gespielt. Eigentlich, ja, ich wollte das eigentlich immer hauptberuflich machen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Aber dann habe ich mir recht früh die Achillessehne gerissen. Und dann war da keine Chance mehr. Und deswegen, ich bin aber immer so in dieser Branche und mit dem Fußball, Rainer Kallmund ist ein Name, mit dem ich mal viel Kontakt hatte und so mit meinen alten Fußballkollegen. Und darüber bin ich, glaube ich, in diese Branche so ein bisschen reingestolpert. Der Kalli hat immer gesagt, du kannst gut quatschen, du bist nicht ganz doof. Wie lieb. Also du bist für diesen Beruf eigentlich mehr als geeignet. Ja, und gewissermaßen als Manager bist du ja auch ein Fahrlehrer, weil du begleitest die Künstler und hilfst ihnen richtig und sicher fahren zu können zum Ziel. Kann man so interpretieren. Ich habe gelesen und mitbekommen, Mittelmaß reicht dir nicht. Du bist jemand, der maximalen Erfolg anstrebt. Bist du, wie ich, auch ein Berufsoptimist? Ja, also das ist so mein größtes Credo, dass ich von mir selber sage, ich bin Optimist. Wir haben ja alle im Moment eine relativ schwierige Zeit. Normalerweise sollte uns allen das Lachen vergehen, aber gerade in unserer Branche, was Künstler und Veranstalter, ich bin ja da in Doppelfunktion auch tätig. Normalerweise ist das wirklich, ist es ja wirklich sehr, sehr schwierig im Moment. Aber es nützt ja nichts, wenn man sich jetzt in die Ecke setzt und grübelt und gar nichts macht. Ich suche mir dann immer andere Betätigungsfelder und gucke, dass ich da noch was machen kann, wenn jetzt im Veranstaltungsbereich nichts geht. Natürlich sind wir schon im Hintergrund am Vorbereiten und so, weil wir alle hoffen, dass es möglichst schnell wieder weitergeht und wieder losgeht. Aber ja, ich bin schon, das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die man von, wer mich eng kennt und nah kennt, der kann sagen, dass ich, glaube ich, ein großer Berufsoptimist bin. Absolut. Was ist dein neuestes Projekt jetzt neben der Musik, wenn du gerade sagst, dass du dich dann andererseits beschäftigst? Also wir sind, also neben der Musik, es ist eigentlich im weiten Sinne, hat es wieder mit Musik zu tun, wir sind nächste Woche Mittwoch am Hockenheimring und planen da für nächstes Jahr was sehr, sehr Großes. Was dann auch wieder mit Musik zu tun hat, wo ganz viele Künstler sich hoffentlich freuen werden, weil das verschiedene Genres betrifft. Also wir planen da eine sehr, 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 sehr große Party. Ich bin jemand, der, wenn er über Veranstaltungen so nachdenkt, glücklicherweise ist das so, ist das Ganze auch entstanden mit den Olé-Partys und 90er und 80er, die wir so machen. Ich denke immer relativ groß direkt. Und Absolut. wenn du sagst, Mittelmaß reicht mir nicht, das ist für den Job, den ich mache, eine ganz gute Eigenschaft, dass man sich nicht mit den normalen Dingen zufrieden gibt und mit den Dinge, die so kommen und wo viele sagen würden, boah, also jemand, den ich sehr geschätzt habe, Rudi Assauer, hat mal gesagt zu mir, bei dir fängt immer alles bei 110% erst an, interessant zu werden. Das war für mich ein großes Lob. Und ja, dementsprechend so ist auch meine Herangehensweise. Absolut, ein Mann der Ultralative. Das hast du ja auch 2007 schon direkt angefangen, groß gedacht. 2007 hast du die Olpe Olé ins Leben gerufen und nachher die ganzen Olé-Veranstaltungen. Wir kennen sie auch von den Videos, von vielen Fernsehberichten und vielleicht waren viele von den Zuschauern auch selber schon da. Riesenpartys, da geht die Luzi richtig ab. Und später jetzt seit kürzerem, sage ich mal, die 90er-Partys. Wie bist du auf diese Idee damals gekommen? Ich sag mal, Also, auf die das ist Olé-Partys. wirklich, also ich packe jetzt wirklich mal, also ich muss ein bisschen zurückgreifen. Ich habe ja Anfang der 2000er, habe ich ja das Management von Jürgen von Big Brother gemacht. Als er aus dem Container kam und gar nicht wusste, was er so machen wollte, habe ich gesagt, pass auf, du musst auf die Bühne, habe ihn nach Mallorca in den Megapark geschleppt und habe gesagt, hier, großer Bruder, und habe mal einen meiner engsten Kumpel als Zlatko-Dubel mit auf die Bühne gestellt und wir haben dann großer Bruder gesungen. Und das war der Beginn, glaube ich, von Jürgen als Partysänger. Und wir waren im Winter mal irgendwann in Olpe, das ist gar nicht so weit weg von meiner Heimat, in so einem Skigebiet.
weil es in Köln natürlich wenig Schnee gab und er hat da immer so ein bisschen, ist da Ski gefahren und Snowboard. Und da habe ich diese Fläche gesehen, habe gedacht, wir waren natürlich immer bei Oktoberfesten oder Zeltfesten, die waren immer so mit 1000 Mann oder Diskotheken. Und ich habe dann immer gedacht, Mann, das muss auch größer gehen, das muss doch irgendwie auch größer gehen. So, und habe mir dann so ein Konzept erarbeitet und bin dann zu den Landwirten und habe gesagt, hör mal, wir möchten gerne mal eure Fläche haben. Und dann hat er gesagt, nein, ist mir letztes Jahr schon kaputt gemacht worden. Hier war so ein Biker-Festival, meine Kohle habe ich auch nicht gekriegt, die Kühe konnten nicht mehr weiden. Und ich habe dann gesagt, wir müssen aber ins Sauerland, die Leute sind trinkfester und wir starten. Und ich habe dann alles auf eine Karte gesetzt. Und groß war damals für mich schon 5000 Mann. Also es hätten 5000 Mann kommen müssen. Ich habe auch meine gesamte Kohle da reingeballert, bin nachts rumgefahren, habe Plakate aufgehangen und alles. Geil. Und da kam tatsächlich beim ersten Mal 14.400. Und das war der Startschuss für diese Olé-Party-Reihe, die dann ein Jahr später weiterging in Oberhausen und Köln und Hamburg und wo wir überall sind. Und ja, das war so der Ursprung des Ganzen. Tatsächlich im Sauerland in Olpe hat es angefangen. Krass. Wie gehst du als Veranstalter mit dem Druck um, eigentlich, sage ich mal? Also ich bin so ein relativ entspannter Typ, wenn die Veranstaltung ist, weil an dem Tag kann man sowieso nichts mehr retten. Da ist eh schon Also, alles geritzt. ne, also Ja. wenn ich vorbereitet ist, ich kann natürlich, wenn irgendwo wie auf Schalke 60.000 Leute bei einer 90er-Party sind, wenn da irgendwas schief geht, kann ich natürlich nichts mehr retten. Dann hat man halt falsch geplant. Bei der Veranstaltung bin ich auch so ein bisschen in so einem Film, deswegen sehe ich abends immer aus wie so ein Alien, weil es ist wie ein Marathonlauf. Man fängt morgens an und ich habe immer schon im Kopf, wenn mich ein Künstler fragt, wie hast du meinen Auftritt gefunden oder hast du es gesehen und so, dann sage ich mir, ja, ich habe das wahrgenommen, aber ich bin dann schon im Kopf, jetzt müsste der Ja. nächste schon aus dem Flieger steigen, gerade geholt werden vom Flughafen, müsste sich schon vorbereiten. Ja, klar. Deswegen, da bin ich echt wie in so einem Film drin und abends falle ich dann im Hotelzimmer ins Bett und denke, boah, meine Güte. Aber Hammer, in das. der aktuellen Situation, so mit diesem ganzen Corona und so, ich hätte mit sowas nie gerechnet. Ich hatte immer sehr große Angst vor Terror, wo ich gedacht habe, bei diesen Massen an Menschen, die wir nun mal bewegen und auch da haben, wenn sowas mal passiert, das wäre natürlich der Super-GAU. Und da hat man sich schon immer Gedanken gemacht. Da gibt es große Sicherheitskonzepte. Im Vorfeld spricht man mit ganz vielen Behörden und Leuten, die Ahnung haben und plant das und so. Aber man kann ja nie wirklich alles ausschließen. Das funktioniert Ja, einfach nicht. ja. Aber dann kam natürlich Corona. Und ich glaube, wer da sagt, dass er sowas auf dem Schirm hatte, der lügt. Oh, da hat Also, eine da riesen muss man Glaskugel, alles ey. selber Das ist, ja, machen. absolut. Was bringt dir mehr schlaflose Nächte? So der Gedanke an, ui, haben wir genug Tickets verkauft? Oder ja, habe ich an alles gedacht beim Sicherheitskonzept jetzt? Also das mit den Tickets verkaufen, das kommt immer relativ zeitnah. Wenn wir eine Veranstaltung starten und der Vorverkauf geht los, weiß ich eigentlich schon relativ nach 10 Tagen, das wird was oder das wird sehr, sehr schwer. Ich habe glücklicherweise, muss echt lange zurückdenken, haben die Dinge, die wir gemacht haben, immer recht gut funktioniert. Ich habe jetzt selten mal die Situation gehabt, wo ich dachte, boah, oh je, jetzt das wird aber Ja. eng oder wird ein Boot sein oder so. Ich glaube, das liegt daran, dass ich so einen massenkompatiblen Musikgeschmack habe. Also die Veranstaltungen stehen und fallen ja mit den Künstlern, mit der Besetzung, mit der Auftritt und so. Und ich glaube, ich hab immer ganz gut gelegen, so mit der Künstlerauswahl. Und das hat dann dazu geführt, dass die Partys dann auch immer rappelvoll waren. Geil. Ja, Gratulation, mach weiter so, wirklich. Also Und Hut ab, was was du da man alles dran denken aufgebaut geht, hast. ob ich an alles gedacht habe. Ich habe natürlich, das sieht immer so schön aus, hier Markus Krampe und so, Veranstalter und Management. Ja, mega funktioniert das Team, ne? Also, die sind alle sehr lange bei mir schon. Und ich glaube, vor 10 Jahren war ich relativ schwierig als Chef, weil da der Druck noch groß war. Man wird mit der Zeit entspannter und ich glaube, jetzt sind die alle sehr gerne hier und also wenn wir dann arbeiten dürfen, wir haben dann ein sehr entspanntes Verhältnis. Bei uns ist alles sehr locker, nur die Leute wissen auch, dass natürlich gearbeitet werden muss. Ja, aber ich glaube, du hast die Olé-Partys mittlerweile verkauft, richtig? Oder? Ich Ja. hatte zwischendurch mal ein relativ schwieriges gesundheitliches Problem mit Herzmuskelentzündung und so. Ja. Und habe mir dann, als ich bei jeder Veranstaltung immer einen Arzt da hinzuziehen musste und vor jeder Veranstaltung abends im Krankenhaus lag, in jeder Stadt, und immer gedacht habe, ich habe einen Scheiße, ja. Herzinfarkt und so, habe ich mir dann irgendwann gedacht, das ist es nicht wert. Ja. Du musst mal ein bisschen kürzer treten. Und als es dann einmal richtig heftig war, habe ich auf der Liege im Krankenhaus, habe ich mir überlegt, du verkaufst jetzt den ganzen Laden und wirst mal ein bisschen ruhiger. Habe das auch gemacht, bin natürlich noch beratend tätig für die Olé-Party-Reihe noch einige Jahre. Aber wie das immer so ist bei solchen Leuten wie bei mir, die eigentlich immer auf der Überholspur irgendwie sind und immer was machen wollen, da hat das nicht lange gehalten. Ich habe dann nach einem Jahr Ah, mir die mies. 90er Party ausgedacht und ja.
damit zu kommen. Absolut. Richtig, man muss auf die Gesundheit achten und auch, ich meine, wenn wir es gerade schon mal nervenaufreibend haben, dein letztes Jahr war ja auch relativ, ich sag's mal, upside down und mit diversen Schwierigkeiten und Krisen belegt, neben Corona jetzt. Also du warst ja lang, also ein paar Jahre auch Manager von Michael Wendler. Und da hat es mich interessiert, hattest du das Ruder stets in der Hand, so als Manager, oder ist es am Schluss so, ich sag mal, gegen Ende einfach nur noch passiert und du hattest ab? Keine Kontrolle mehr drüber. Also für mich ist das ja immer noch wie für viele, die darüber oder sich damit beschäftigen, ein großes Rätsel. Wir waren ja auf dem zügigsten Berg, auf dem zügigsten Weg zum Berggipfel, den man sich überhaupt denken kann. Also es war alles bereitet. Man hätte jetzt einfach nur noch weitermachen müssen. Aber gut, Michael Wendler hat sich dann irgendwie anders entschieden irgendwann mal und hat einen anderen Weg eingeschlagen. Aber nochmal, ich möchte auch nichts missen. Diese Zusammenarbeit hat mir auch sehr viel gebracht. Meine persönliche Weiterentwicklung auch für den Umgang mit Medien und für diesen ganzen Job. Das war schon ein harter Brocken, muss ich sagen, oder ein dickes Brett, was da gesägt werden musste. Ich kann es dir vorstellen, das war ja ein bundesweites Thema und auch in Ja, der Schweiz. klar. Medienthema Nummer eins im letzten Ja, Jahr kann also man schon sagen, ja. kam es von links und rechts auf mich eingeprasselt. Ich habe dann versucht, mich mal so ein bisschen zu sortieren. Und nochmal, ich bin weit davon weg. Mir tut das auch, das Ganze, wie es gelaufen ist, ein bisschen leid für alle. Es gibt hier keine Gewinner. Die Bands, die wirklich, ich sage immer wieder, und da kann man denken, was man will, wer in Deutschland auf Schlager, Disco Fox und Popschlager und so steht und gerne tanzt, der kommt an Michael Wendler seiner Musik nicht vorbei. Das ist ein Fakt. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Wie er persönlich Dinge für sich entscheidet und bewertet. Er hat natürlich in letzter Zeit sehr viele Dinge gesagt, wo ich auch sagen muss, oh, das ist ziemlich krass gedacht. Und da habe ich mich auch, glaube ich, weit genug von distanziert. Aber ich bin auch niemand, der im Nachgang nachtritt. Dafür habe ich auch zu viel davon gehabt und auch zu viel davon mitgenommen von dieser Zusammenarbeit mit Michael Wendler. Deswegen fände ich es ein ganz schlechten Stil, wenn ich jetzt alles verteufeln würde. So, ich wünsche ihm und seiner Frau Laura wirklich alles Beste, dass er irgendwann mal wieder in die richtige Richtung kommt. Und ich glaube, das wird passieren, wenn wir alle mal irgendwie durchgeimpft sind, wenn alles mal wieder einigermaßen normal läuft, hoffe ich für ihn, dass er dann wieder ganz, ganz vernünftig wird und wünsche ihm dann wirklich alles Gute. Und das ist auch was, wo ich dir jetzt mal ein Kompliment machen muss, auch als wir da geredet haben, als wir uns kennengelernt haben. Ich finde es von dir als Manager eine Ehrensache. Klar, es hat gekracht, es hat einen Zusammenstoß gegeben und dann eine Trennung und so, wie das halt auch im Leben in Beziehung ist. Aber trotzdem danach nicht mit Dreck werfen und so, sondern du hast ja selber gesagt, du hattest von diversen Medien eigentlich Anfragen, die gesagt haben, ja, wir wollen dich exklusiv, pack mal alles auf den Tisch und dann kriegst du einen Koffer voller Geld so quasi, ja. Aber finde ich echt Ehrenmann, würde ich sagen, dass du es nicht machst. Große Klasse. Also mach. Also, wie gesagt, das ist aber für mich verständlich, dass man sowas nicht macht. Das ist ja, es gab auch viele Beispiele, wo es mal anders gelaufen ist, und da habe ich selber dann irgendwie erstaunt zugeguckt von außen und gedacht, warum macht man sowas jetzt? Weil man hatte eine gute Zusammenarbeit, man hatte wirklich was. Natürlich ist das ärgerlich, wenn man zurückdenkt, denkt, boah, was hätten wir jetzt alles noch machen können? Was wäre jetzt alles passiert? Was hätte man auch alles verdient? Aber auch das, ich bin niemand, auch das wissen viele, glaube ich, die mich nennen. Ich mache nicht unbedingt immer was, wo die Geldscheine gelten. Ist als Manager nicht die beste Eigenschaft. Da haben die ganz viele doch immer an die Kohle und immer Mais raus, und das kommt sowieso. Wenn man Sachen mit Spaß macht und mit Freude und mit richtig Elan rangeht Ja. und Sachen durchziehen will, dann kann man dem Geldverdienen sowieso nicht aus dem Weg gehen. Das kommt automatisch mit, und das ist der schöne Nebeneffekt. Also ich habe auch schon Situationen gehabt, wo ich mehr als pleite war und platt. Also ich bin jetzt nicht alle, ja, Daniel, der ist entspannt, der hat ja auch die Taschen voll und so. Nein, so ist es nicht. Ist für alle schwer im Moment, und ich kenne auch andere Zeiten, und deshalb genieße ich das. Hier kursiert schon in den Kommentaren der Hashtag Ehrenmarkus. Finde ich gut. Sehr geil. Welche Eigenschaft als Manager ist dir persönlich wichtiger? Durchsetzungsvermögen oder Stärke? Boah, das eine geht ja mit dem anderen, glaube ich, ein bisschen einher, ne? Aber man muss schon, in diesem Job kann ich nur sagen, braucht man Durchsetzung. Also man muss auch wirklich die Fähigkeit haben, immer menschlich und immer fair auch mal die Ellenbogen auszupacken, ne? Und das Beste für seinen Künstler oder wo man denkt, dass das die beste Lösung ist, durchzusetzen. Als ich viele Behandlungen mit RTL gehabt und als ich damals mit Michael Wendler um die Ecke kam, bei vielen haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, haben mir die Tür vor die Nase geknallt.
als ich die Ideen hatte, habe gesagt, so und so, lass uns das doch mal versuchen. Die Idee ist, glaube ich, ganz gut, das wird funktionieren. Da haben natürlich nicht alle Hurra geschrien, aber ich habe bis es nicht mehr ging, mit allen durchgeboxt und wir haben es ja dann irgendwann auch geschafft, das ist auch so lieb, wie es dann zu Ende gegangen ist, das konnte ich dann nicht mehr beeinflussen, aber es ist, ja, ist so gekommen und das gehört auch zum Leben dazu. Da lernt man draus und ich habe jetzt nicht die schlechteste Entscheidung getroffen im Nachgang mit Michelle und ja, Finde ich ich auch. glaube, dann ist sehr, sehr viel erlebt. Absolut top. Weitere Eigenschaft, setzt du eher auf Ideen und Konzepte oder auf Geduld? Also ich bin schon ein Konzepttyp. Also wenn Ja. ich natürlich das ist das, was bei vielen Künstlern leider fehlt, Geduld. Die wollen natürlich immer alles, das wirst du auch aus eigener Erfahrung, man will am liebsten alles an einem Tag und sofort umsetzen. Das ist auch gut, das gehört auch dazu. Das müssen die Künstler auch haben, das Feuer. Weil wenn das so eine Schlafmütze ist und sagt, oh ja, warten wir mal ab und gucken wir mal und so weiter, dann wäre es nicht gut. Also ein Künstler muss immer brennen. Der muss immer, den musst du nachts um 2 Uhr wecken können und um 3 Uhr musst du die Show fertig haben, dass du auf die Bühne stecken kannst, so in der Art. Aber ich bin wirklich ein Konzeptdenker. Um nochmal auf das Thema Michael Wendler zurückzukommen, ich habe dieses ganze Ding, alles was passiert ist, mit Playboy von Laura, mit Let's Dance, mit DSDS und alles, was wir gemacht haben, lange vorher geplant. Und nur das Ende war, habe ich nicht ganz zu Das Ende gedacht. war did not see this one coming. Okay, all right. Das war Die nicht jeder nächste gut sehen. Frage, Aber die, ah ja. ja, aber Ja, man sollte du. schon zu einem guten Künstler, glaube ich, gehört auch ein gutes Konzept. Das ist sehr, sehr selten, dass man konzeptlos an sowas rangeht und denkt, ja, natürlich kann man das auch mal ändern, wenn man merkt, das funktioniert gar nicht, aber grundsätzlich sollte man schon Konzept haben. Ja, absolut. Die nächste Frage hast du eigentlich schon von dir aus beantwortet. Was treibt dich mehr an? Leidenschaft oder Geld verdienen? Beides. Also Okay, beides. Also ich bin ja. so, dass ich gar Fair. kein Man Geld muss davon verdienen will, leben. ne? Aber die Leidenschaft steht natürlich groß, groß im Vordergrund, weil wenn man etwas, ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn man etwas für Geld macht und nur hinter dem Geld ist, dann persönlich macht es keinen Spaß. Ich hatte schon wesentlich lukrativere Angebote für viel Geld, die ich dann abgelehnt habe, weil ich mich da nicht wiedergefunden habe. Und habe dann gedacht, boah, nee, das ist dann nach einer Da kurzen muss Zeit für Spaß mich machen, ja. langweilig und der Künstler, da kann ich irgendwie nicht mit klarkommen. Dann kam Plattenfirmen, dann möchtest du nicht das und das. Dann habe ich auch gedacht, boah, ich glaube, das ist ein schwieriger Typ. Ich bin zwar schwierige Typen gewöhnt, hat niemand mal gesagt, aber nichtsdestotrotz, man muss da schon Spaß an der Sache haben. Stell dir mal vor, du gehst jeden Morgen zur Arbeit und ich glaube, es gibt einige Leute. Ich sage immer jemanden Leuten, wenn du jeden Morgen mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehst und hast keinen Bock und so weiter, dann macht es keinen Sinn. Dann ist das ganze Leben scheiße. So, und deshalb sollte man schon viel Leidenschaft und viel Spaß und Freude an dem haben, was man macht, dann klappt auch vieles besser. Absolut. Hast du irgendeine Kooperation oder irgendwas, eine Zusammenarbeit mit irgendeinem Künstler, die du dir erträumen würdest? Boah, also wenn ich ganz ehrlich bin, ist es, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der so in so Träumereien verfällt und sagt, boah, das wäre und es ergeben sich halt viele Dinge. Natürlich wird jeder Manager sagen, boah, jetzt in Schlage war ich, Helene Fischer wäre vielleicht geil. Aber ich kenne ja den Bekannten auch sehr gut, sie ist da so gut aufgestellt und hat für sich den besten Manager, den man sich, glaube ich, wünschen kann. Und das ist natürlich auch mehr als Fulltime-Job dann wieder, ne? Also wenn du sowas machst, ich bin mit dem glücklich, was ich mache. Habe mir das auch so ausgesucht jetzt und ich habe viele Angebote aus dem Fußball gehabt, ob ich mir im Fußball das nicht vorstellen kann als Spielerberater oder auch als Manager von Vereinen und so weiter. Ich bin lieber Fußballfan im Moment, weil Lukas Podolski, mit dem ich auch eng zusammenarbeite, sagt immer, wenn du so tief eintauchst in den Fußball, wirst du irgendwann kein Fan mehr sein. Und da hat er recht, weil viele Spieler heutzutage so ticken, wie man es sich gar nicht vorstellen will, am liebsten als Fußballfan. Deswegen gucke ich mir das lieber aus der Ferne an. Und das, was ich mache, und so, da, wo ich bis jetzt, was ich bisher so erreicht habe und gemacht habe, da bin ich ganz glücklich mit. Und es gibt im Moment kein Ziel, wo ich jetzt sage, boah, das möchtest du mal. Im Moment ist mein großes Ziel, das Jubiläumsjahr von Michelle für nächstes Jahr vorzubereiten und dass alle Beteiligten da richtig glücklich sind. Sehr geil. Als Veranstalter muss ich dich, glaube ich, nicht fragen, ob du gerne spielst. Wie viel Gambler bist du von 1 bis 10?
Boah, also ich bin schon ein großer Spieler, muss man sagen. Ich. Also es kribbelt schon bei mir. Ich habe auch einen Kumpelkreis von mir hier aus meiner Gegend. Wir treffen uns, wenn wir dann wieder dürfen, ab und zu mal für so eine Runde gehen wir essen und spielen ein bisschen Karten. Das kommt aus meiner Fußballzeit. Also mit Sicherheit bin ich schon 8, würde ich sagen. Schon eine souveräne 8. Das ist gut, weil ich habe nämlich Folgendes vorbereitet. Ich habe das ultimative Markus Krampe Glücksrad vorbereitet. Ja, da sind nämlich 8 Begriffe drauf. Ein Begriff, also immer wieder durchgewürfelt, 8 Begriffe für deine 8 Risikobereitschaften. So, ich werde das jetzt gleich drehen. Du sagst mir Stopp. Und auf dieses Feld, auf das der Zeiger zeigt, da ist ein Wort drauf und da erzählst du uns mal ein paar Worte drüber, was dich damit verbindet. So, Okay. extra nur für dich angefertigt. Sehr gut. Schön. Bist du bereit? Ich bin sowas So, von bereit. du sagst Stopp. So, ah, okay. Ja, Michael Wendler, drei Dinge, die wir vielleicht noch nicht wissen. Boah, dann würde ich ja jetzt hier so aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich sag so ganz normal, so Ja, du relativ musst nicht neutral. irgendwie vom Schluss. Einfach drei Sachen, die wir vielleicht noch nicht aus den Medien kennen. So. Michael Wendler ist wie ich kein Fisch. Das Motto war immer, Fische sind Freunde, die isst man nicht. Das ist schon mal eins. Michael Wendler ist, so wie ich ihn kennengelernt habe, privat ein sehr geselliger Typ. Also, Ja. ne? Auch da, wir haben öfter mal solche Pokerrunden mit ein paar Jungs und so vor Jahren immer gemacht, bei ihm noch auf der Ranch. Das war immer ganz witzig. Der ist ein sehr geselliger Typ. Und ja, Michael Wendler ist boah, ein dritter Begriff. In seinen Äußerungen, aber das wissen viele nicht ganz. Er ist da ein bisschen der Elefant im Porzellanladen manchmal, glaube ich. Vielleicht sollte, aber das verrate ich ja nicht Neues. Vielleicht sollte er ein bisschen vorsichtiger sein oder mal ein bisschen mehr Die nachdenken. Wortwahl achten vielleicht. Und auch die Worte Das, achten. ja. Genau. Sehr gut, perfekt. Gut, mach mal direkt weiter. Du sagst Stopp. Laura Müller. Ja. Ja, nur solche Begriffe draufstellen. Nee, Was sind ist aber denn ganz andere, aber die das? hast du jetzt per Zufall direkt bekommen. Ja. Was verbindet dich? Was schätzt du vielleicht auch an dir oder auch nicht? Also die Laura ist, auch da muss ich ehrlich sagen, kann ich wirklich nichts Schlechtes sagen. Ich habe Ja. mit ihr, wir haben uns nie gestritten, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Also das war eine sehr, 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 sehr gute Beziehung. Sie ist cleverer, glaube ich, als viele sie einschätzen, würde ich jetzt mal beurteilen. Und ja, sie ist wirklich auch, man denkt, sie ist so ein 20-jähriges Mädel und hat sich da jemand geschnappt. Die ist auch wirklich so Hausfrau und macht und tut im Haushalt. So, und ja, also sie ist, ich glaube, dass wenn man sie näher beurteilen müsste oder wenn man das mal rein psychologisch angehen würde, ist sie, ja, sie hat relativ Schwierigkeiten, so richtig nach außen zu gehen und mal zu sagen, was sie denkt und was sie fühlt. Vielleicht kommt das mit dem Alter mal irgendwann und vielleicht sind wir irgendwann mal alle ein bisschen schlauer, wenn sie mal erzählt, was sie die ganze Sache erlebt hat. Sie war am nächsten dran, ne? Also das ist ja eben klar. Cool, sehr cool. Machen wir doch direkt noch eine. Wir haben hier noch einige Begriffe, die jetzt nicht das konkret sind. Schwarz, da darf ich mir einen auswählen. Das finde ich gut. Und da Ja. würde ich mir gerne, wie gesagt, du hast einen neuen Schützling und du planst auch ganz fleißig für Michelle. Finde ich großartig. Von meiner Seite alles, alles Gute gewünscht. Greif da an zum Jubiläumsjahr. Was schätzt du an ihr? Was habt ihr alles vor? Darfst du schon ein bisschen verraten, was in der Zukunft uns erwarten wird? Also, was ich an ihr schätze, ist, Michelle, ich kenne sie auch schon sehr lange und Ja. wenn man sie so bei der SDS und so in der Türe gesehen hat, hat man immer gedacht, boah, die ist sehr, sehr, sehr strategisch, sehr mit ihren Aussagen, recht kühl auch manchmal und so. Wenn man sie näher kennt, ist sie wirklich eine Seele von Mensch. Also sie ist witzig, sie ist schlau, man kann mit ihr über viele Dinge quatschen. Sie hat eine sehr gute Sicht auf viele Dinge. So, wenn ich jetzt von der rein menschlichen warte,
total zuverlässig und ja, in dir hat man auch einen guten Freund, glaube ich. Ich glaube, jeder würde sich so eine beste Freundin oder dir als besten Freund wünschen. Die ist auch immer da und ne, also das funktioniert schon super. Was künstlerisch ist, müssen wir, glaube ich, nicht überschreiten oder sprechen, dass sie natürlich eine der größten Stimmen ist, weiblich, die wir in Deutschland haben und mit einem der höchsten Wiedererkennungswerte. Und wir werden für nächstes Jahr, wir sind jetzt in Gesprächen mit Plattenfirma, mit Konzertveranstaltern, auch mit Fernsehsendern. Ich glaube, dass da nächstes Jahr sehr viel kommen wird. Ich habe schon, einige Dinge sind schon fix, andere bin ich gerade mittendrin. Und ich freue mich drauf und ich hoffe, dass wir Ende 2022 alle sagen können, boah, das war aber geil, Michelle war wirklich überall präsent. Das war wirklich ein würdiges Jubiläumsjahr zum 30. Jubiläum und da arbeite ich jeden Tag dran. Geil, sehr gut. Freuen wir uns drauf. Machen wir noch einen. Ja, klar. Sehr gut. Top die Wette gilt. Gut, Michelle hatten wir schon. Mich würde interessieren, was hältst du aus der aktuellen Beurteilung von dir als in der Branche Beschäftigter und also auch als Manager, die Zukunft der Influencer? Boah, das ist aber eine gefährliche Frage für mich jetzt, weil ich Nur bin spekulativ, ja. also ich natürlich ist das, glaube ich, der Markt der Zukunft. Ja. Und da kann sich auch niemand mehr verschließen. Das sind Dinge, die man einfach nicht mehr stoppen kann und nicht beeinflussen kann. Ob man die persönlich gut findet, ist eine andere Sache. Ich habe da meine Sicht der Dinge, aber mein berufliches Tun lässt mich da auch mitwirken. Das ist einfach so, weil ich glaube, wer da nicht mitmacht, wird auch auf lange Sicht Ja, das. nicht weiterkommen. Und es sind mir aber leider dieses ganze Influencertum oder so ist leider so verspielt, weil da auch unheimlich viele Flitzpiepen unterwegs sind, die aus meiner Sicht früh schon talentfrei sind und nichts können. So, und das ist der Unterschied zu einem Künstler, den ich auf die Bühne stelle, beim Gesang, wo man jetzt sieht, man stellt dich jetzt auf die Bühne und sieht sofort, der Junge kann was. Der kann, da kommt was rüber, der kann singen, der kann mit Songs transportieren, der kann entertainen, alles top. Wenn ich mich aber vor so eine Handykamera setze und irgendeinen Blödsinn erzähle und Leute mitnehme und mir Frösche im Garten angucke und dann liken das noch 100.000 oder Millionen oder was, dann frage ich mich langsam, ob wir alle Befehle aus dem Weltall kriegen. Das ist mir schon ein bisschen zu viel. Da sind zu viele Nichtskönner dabei. Und ja, und ich finde es auch übertrieben, wenn man irgendwo ist, wenn ständig jemand sein Handy in der Hand hat. Ich erlebe das immer mehr, dass man ist irgendwo, gut, jetzt kann man irgendwo essen gehen oder so, aber wenn man irgendwo ist, oh Mann, lass mal gerade eine Story machen, komm, wir gehen jetzt hier gerade spazieren, auch da fliegt gerade ein schöner bunter Vogel vorbei Auch und so das weiter. Eichhörnchen, ja. Ja, da muss ich sagen, pack dir einen Kopf. Also das ist mir auch zu anstrengend und da bin ich dann raus. Fair, völlig fair, sehr gut. Ich hab jetzt noch ein paar Stars und 10 Hautner Spezialfragen. Die allererste, was ist die Antwort auf die Frage, die dir noch nie gestellt wurde? Also, boah, da muss ich echt am Sonntagmorgen um halb lange drüber Welche Frage nachdenken. wurde dir noch nie gestellt? Was ist die Antwort darauf? Also, mir wurden sehr wenig private Fragen immer gestellt, Ja. glücklicherweise. So, das ist bei mir sind es eigentlich immer dieselben Fragen. Es wird sehr häufig gefragt, um mal andersrum zu: Wie macht man das? Wie schafft man das? Oder wie kann man ganz erfolgreich werden in dem, was man macht? Das ist eigentlich die meistgestellte Frage. Und privat und persönlich weiß man eigentlich relativ wenig über mich. Das ist auch gut so. Und das finde ich auch bei Künstlern immer ganz gut, wenn das möglichst privat bleibt, weil ich unterscheide auch immer von demjenigen, der auf der Bühne steht und die Leute unterhält und von dem, der privat ist. Natürlich wollen die Fans immer alles wissen. Ja. Deswegen funktionieren solche Dinge wie Instagram und so ja dann auch so, wenn Leute, Bei prominente der Künstler, Einblick. ne, sie auch mit ins nach Hause nehmen und so. Aber ich muss jetzt wirklich, mir sind echt auch schon viele Fragen gestellt worden. Ich müsste jetzt lange überlegen, welche Frage mir noch nicht gestellt worden ist, aber mir fällt nichts ein, wenn ich ehrlich bin. Okay, alles gut, perfekt. Was wolltest du schon lange mal machen, hast dich aber noch nie getraut oder bist noch nie dazu gekommen bisher? Also eher dazu nicht gekommen. Ich bin schon ein risikofreudiger Typ
und probiere auch gerne Sachen aus, wenn man das Risiko noch irgendwie einstufen kann, wenn das nicht hier total geil ist und man weiß, oder kann irgendwie was Schlimmes bei passieren oder so. Aber ich bin jetzt auch niemand, der sich irgendwie von so Klippen runterstürzt, was weiß ich, so Abenteurer Dinge. Was mir unheimlich fehlt, ist natürlich, wie allen, glaube ich, im Moment Reisen so ein bisschen, dass man mal ein bisschen einfach mal ja, sich ausklinken, das Handy in den Wassereimer schmeißen oder Handy in ins Meer Pool. schmeißen und wiedersehen. Und das geht leider bei mir nicht. Das muss man in diesem Job auch wissen, dass das ein 7-Tage-Ding ist und auch manchmal auch nachts und so. Zu Zeiten von Wendler mit Zeitverschiebung und so war das auch öfter mal nachtliche Telefonate dort. Aber es ist, ja, also, mal einfach sich mal so ausklinken, 4 Wochen, das wäre schon cool. Aber das habe ich mich vielleicht auch noch nicht getraut, aber das ging so irgendwie nicht. Auch nicht in der Corona-Zeit jetzt, leider. Und das ist der Preis, den man halt in diesem Job dafür zahlt, ja, die Erreichbarkeit, klar. Was war die beste Entscheidung deiner beruflichen Laufbahn bisher? Ja, wenn man natürlich zurückschaut, war es schon die beste Entscheidung, nachdem ich fußballerisch klar war, dass das nicht mehr geht und dass damit mein Beruf dann zu Ende ist, dass ich in die Veranstaltungsbranche eingestiegen bin. Das hat mir viele Türen geöffnet. Dadurch habe ich viele Künstler auch kennengelernt und sie auch mich kennengelernt und auch ja, vielleicht auch gedacht, ach, der könnte vielleicht passen und das ist alles gut. Aber die Veranstaltung auf den Weg zu bringen, das ist auch was mich erfüllt. Also Spaß macht das wirklich. Ich nochmal, ich bin wirklich jemand, der Meinung ist, das, was man macht beruflich, muss einen erfüllen. Wenn man das nicht hat, muss man umdenken. Das kann nicht jeder, das muss man auch dazu sagen, ne? Also wenn jetzt jemand in Schichtarbeit ist und so weiter und sich aber trotzdem verwirklichen will, kann ich nur jedem raten, trotzdem machen und versuchen, vielleicht etwas raus. Du kennst, wie gesagt, du bist ja mit Veranstaltungen bewandert. Was müsste ich machen, um bei den Olé-Partys mitzumachen? Ach, ich glaube, da musst du gar nicht so viel machen. Da bist du schon ziemlich weit oben auf der Liste, so wie ich schon Okay. angesprochen habe. Also Gut. ich finde, ich beobachte dich ja auch schon ein Weilchen und ich bin ein großer Freund von Sopronaturen, so die auch Fröhlichkeit auf der Bühne präsentieren und auch ausdrücken, dass man das auch merkt. Viele Künstler, die lange Jahre in dem Job sind, haben das leider verloren. Das muss man auch sagen, ne? Die sind, ich will nicht sagen satt oder so, aber die sind irgendwie jetzt im Moment nicht. Jetzt würden alle gerne auf die Bühne und das machen, aber ich glaube, dass mit der Zeit, man darf da nie abstumpfen. Denn wenn man das Feuer verloren hat, muss ich auch ehrlich sagen, dann muss man aufhören und dann sollte man auch nicht nur wegen Kohle einfach weitermachen. Und du bist ein junger Typ, der volle Pulle hier das alles ausstrahlt. Deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass das auch bald soweit sein wird mit Olli. Cool, also ich wäre dabei, wie gesagt, sehr cool. Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wärst du? Auf jeden Fall was Leckeres, Süßes. Also ich esse Süßigkeiten, Hast du ja, da ich glaube, hinten ich darf noch die Schale mit deinen Twix und Snickers und du so? hast es ja gesehen. Also das ist eine große Schwäche, Süßigkeiten, wenn das auch nicht unbedingt gesund ist, aber naja, man sieht es mir noch nicht an. Wahrscheinlich, weil ich immer auf 180 Uhr Hochspur bin, immer in Bewegung, deswegen ja, hat man es mir noch nicht so ganz angesehen. Ja, würdest du gerne mal Bundeskanzler werden? Also ich bin schon politisch denkend, aber ich äußere mich da äußerst selten zu, was auch, glaube ich, ganz gut ist, weil heutzutage, wenn man vieles sagt, was man denkt, hat man ein Problem. Ich bin natürlich Ja. mit einigen Dingen nicht einverstanden, wie jeder, ne? Das ist, der eine hält zu der Partei, der andere findet diese Partei gut. Ich habe natürlich auch meinen Favoriten, aber es ist auch eine schwierige Situation. Das hatten wir alles noch nicht. Wobei ich eins der Politik sehr, sehr groß vorwerfen muss. Und das ist das, was jetzt im Moment so ein bisschen untergeht und was sie, glaube ich, alle versuchen, die Politiker so ein bisschen unter den Tisch zu kehren. Das ist die Impfstoffbeschaffung. Die ist so von versaubeutelt worden, weil wenn wir das hätten und nicht diesen europäischen Weg gegangen wären, und da bin ich leider dann vielleicht ein bisschen egoistisch, wenn wir den nicht gegangen wären, dann wären wir sehr viel weiter und dann hätten wir jetzt auch nicht diese Probleme, dass wir über Ausgangssperren und sowas nachdenken müssen.
Das finde ich schon sehr bedenklich. Das finde ich einen großen politischen Fehler. Das ist meine Meinung, dass das so gemacht worden ist. Das sieht vielleicht andere anders. Aber Bundeskanzler wäre jetzt für mich auch nicht der richtige Job, weil das wäre mir auch irgendwie zu langweilig und zu stressig. Also du hast immer, siehst ja, wie stocksteif das alles ist da in der Politik. Das wäre nicht mein Ding. Ich würde vielleicht ein bisschen mehr Fröhlichkeit da reinbringen. Versuch's Ja, auf jeden das würde dem auch mal dem ganzen Tamtam da Fall. gut tun. Geil. Was kannst du denn nicht ausstehen? Also ich kann nicht ausstehen, wenn wir jetzt mal beim beruflichen bleiben, dass es gibt sehr, sehr viele Leute, die glauben, was zu können, was sie aber nicht können und die nicht kritikfähig sind, die damit nicht umgehen können, dass und vielleicht liegt es am privaten Umfeld, dass denen einfach nicht mal gesagt wird, sorry, du bist jetzt nicht der Top-Künstler. Also ich bekomme jetzt in Corona-Zeiten sogar noch mehr pro Woche ungefähr 200 bis 300 Titel oder Künstler angeboten oder guck mal hier oder was weiß ich. Da muss man auch sagen, da ist sehr viel Schrott dabei. Das muss man einfach so sagen. Da bin ich ein Mann des Wortes. Also es ist so. Und ja, es gibt Leute, die natürlich platzt dann für viele auch ein Lebenstraum oder so, wenn man denen sagt, hier, du bist jetzt vielleicht nicht derjenige, welcher der auf eine Bühne gehört oder der große Star ist. Aber ich glaube, man hilft den Leuten auch nicht weiter, wenn man sie im Glauben lässt. Und das ist nicht einfach, den Leuten das zu sagen. Ich bin ja auch menschlich irgendwie. Ich kann jetzt auch nicht jemand vor den Kopf sagen, was gelaufen hat. Da muss man schon ein bisschen diplomatisch rangehen. Aber es gibt ganz viele, die das nicht verstehen. Wenn du DSDS oder so noch in früheren Zeiten verfolgt hast, da sind ja auch Leute, die werden richtig sauer, wenn denen gesagt wird, du kannst nicht. Natürlich darf man die auch nicht runtermachen. Ne? Dieter hat ja auch manchmal das Problem gehabt und hat ja auch richtig drauf gewonnen. Das fand ich da auch nicht so ganz richtig. Nur mal für ein bisschen Applaus oder für Lacher. Da Leute bloßzustellen. Das fand ich auch nicht in Ordnung. Da haben wir mal drüber gesprochen. Das gehört manchmal zu diesem Format aber dazu. Aber grundsätzlich ist es für mich schwierig, mit Leuten umzugehen, die glauben, sie sind große Stars und auch hier Facebook, Instagram dazu nutzen. Boah, guck mal hier. Und dann sind da drei Zuseher und fünf Likes, die ja wahrscheinlich aus dem weiteren familiären Umfeld kommen oder irgendwo Garten von Auxel, so zwei Leute, die das geil finden. Und dann fühlen die sich auch wie echte Stars. Ne? Und gut, dass jeder soll seine Träume haben, aber das ist auch was, wo natürlich im Endeffekt Klasse herrschen muss. Für die großen Sendungen, die großen Stars, da sieht man halt, die können was und das muss auch, das sollte auch weiter so sein. Sehr. Mit welchem Tier würdest du gerne mal reden können? Ja, ich bin ja großer Hundefreund und wir haben ja auch unseren Jamie, kleinen Mini-Yorkshire. So, und ich möchte schon manchmal wissen, so was so Hunde denken. Die so, ich habe immer Das den Eindruck, die Tier verstehen ja jedes spielt. Wort. Ja, ich habe den Eindruck, die verstehen jedes Wort. Ich kriege immer einen Hund, Ja, ne? absolut. Und ich denke dann immer, Mann, ich wäre mal froh, wenn du mir auch mal sagen könntest, was du denkst. Von daher gesehen, Hunde fände ich schon ganz gut. Ja. Aber ich habe auch das Gefühl, die haben so ein gutes Verständnis für Mimik, vor allem auch Gesicht. Je nachdem, wie du die anguckst, die ganz, habe ich falsch gemacht. Ja, man macht nicht auf den Teppich in der Wohnung. Genau. Nein. Was denkst du, wie gestalten sich die Veranstaltungen in der Zukunft? Ja, da kommt ja wieder mein Berufsoptimismus durch. Ich glaube einfach, dass wenn ganz viele Leute geimpft sind und wenn das alles durch ist, dass wir im nächsten Jahr wieder ein relativ normales Jahr haben. Das steht und fällt jetzt zum Beispiel Großbritannien, wenn tatsächlich im Juni da wieder alles, wenn die Impfmenge erreicht haben und die Masse an Leuten sich geimpft hat, das hat Boris Johnson ja angekündigt, dann macht er ja Fußballstadien wieder auf und es gibt überhaupt auch keine Maskenpflicht mehr und so, wenn es keine Gefahr mehr der großen Infektionen gibt. Ich glaube, dass 2022 ein großes Jahr der Glücksgefühle wird für alle wieder, wenn wir draußen feiern können. Das sollte zu schaffen sein. Dieses Jahr habe ich, glaube ich, schon so ein bisschen abgehakt, wenn ich ehrlich bin. Wir machen ja die Strandkorb Open Air Tour auch mit 450 Shows in ganz vielen Städten, wo auch viele Künstler sind, wo ich auch merke, ganz viele Künstler melden sich, auch sehr, sehr große Namen, die einfach wieder auf die Bühne wollen. Da geht es auch gar nicht um Geld und Gagen und so weiter, weil das gar nicht möglich ist bei 1000 bis 3000 Mann. Ich glaube, dass es dieses Jahr noch ein bisschen holperig wird, aber zum Herbst hin es besser wird und ich glaube, dass wir nächstes Jahr wieder richtig krachen werden.
Sehr geil. Finde ich super, dann glaube ich auch. Ihr könnt ja auch mal in den Kommentaren kommentieren. Auf was freut ihr euch am meisten, wenn das Ganze wieder vorbei ist? Allein der Gedanke daran, der gibt mir ohne Scheiß einfach immer wieder Hoffnung und zeigt mir, wieso wir das alles so gut durchstehen sollen. Und dann freue ich mich auch wieder, wenn es weitergeht. Das Problem bei dieser ganzen Sache ist einfach, dass man kein Enddatum hat. Wenn wir alle wüssten, wenn uns jetzt jemand sagen würde, pass mal auf, ab 1.10., wenn ihr euch jetzt alle impfen lasst oder wenn ihr jetzt diesen Impfrhythmus durchhaltet, wenn jetzt alle Vollgas geben, dann ist es ab 1.10. soweit, dann können wir wieder voll durchstarten. Dann glaube ich, wäre es auch was anderes. Aber dieses blöde Corona-Ding ist halt so, dass man das nicht, dass man das ja so nicht einschätzen kann. Ja. Und von daher gesehen plane ich realistisch und ich glaube, das wird alles nächstes Jahr wieder. Ja. Abschließend, hast du ein Lieblingszitat, irgendwas, was dich inspiriert? Ja, also es ist immer wieder, es kommt, es sind eigentlich Ja. zwei für mich so, was mich immer wieder, was Künstler angeht, wer übt, der kann nichts. Das ist wirklich ein großes Zitat eines großen Künstlers und das stimmt tatsächlich. Natürlich kann man sich viele Dinge antrainieren und gehört ja auch dazu, dass man viel übt und macht und tut. Aber ein richtig geiler Typ oder eine richtig geile Künstlerin, sage ich immer, die kann man wirklich nachts um 2 wecken und die ist um 2:30 parat und reißt die Massen mit. Das ist gerade auf Mallorca, wo wir auch viel erlebt haben, so ein Megapark und so, wenn da nachts um 2 irgendwie in dieser Mega-Arena vor 5.000 Leuten Künstler aufgetreten sind, da muss ich schon sagen, das ist die königste. Das ist, also viele denken auch diese Mallorca-Künstler, dieses Das Ungeträllere, Zicke-Zacke, nicht. Das ist schon ein sehr hartes, ist klar, ja. sehr, sehr hartes Brot und sehr, sehr hartes Publikum. Also übt der kann nichts. Und hier bei uns in der Firma, wenn wir was machen, heißt es immer nicht kleckern, klotzen. Das gilt dann für Werbung, für alles. Also nichts anderes soll das heißen, als wir kennen nur Vollgas. Es gibt nur ein Gas, Vollgas, darauf freuen wir uns. Sehr geil. Exakt. Ich hab jetzt noch abschließend ein kleines Dankeschön-Geschenk für dich, dass du dir extra am Sonntagmorgen an deinem freien Tag hier Zeit genommen hast. Ja, gut. Also eigentlich würde ich dir die Wahl lassen. Wir haben eigentlich einen Jackpot für schlechte Zeiten und ein Geschenk immer zur Auswahl, aber als Veranstalter brauchst du keinen Jackpot. Ne? Aber ich habe ein personalisiertes Geschenk für dich und ich habe mir wirklich gedacht, was würde zu dir passen? Was würde passen zu Jetzt Markus, bin zu ich. dir als Persönlichkeit und als Mensch? Und deswegen, ich bin auch absolut so ein Mensch, ja, ich bin ein Kakteenmensch, ja. Und deswegen habe ich dir hier einen kleinen Kaktus mitgebracht, weil man als Manager und Veranstalter auch mal zum Schutze seiner Künstler die Stacheln ausfahren muss. So sieht das Ganze aus. Das Vielen überreiche ich Dank. dir wirklich das nächste Mal, wenn wir uns sehen. Das meine ich. Ja. Ich hoffe, das hat jetzt keinen optischen Hintergrund, dieser Kaktus, dass ich hier aus dem Kaktus. Aber wenn das wirklich Nein, doch so nein. ist, dann nehme ich das gerne an. Der ist für dich. Freust du dich? Ja, sehr, vielen Dank. Der Sehr passt dir gut gut. ins Büro, der kriegt einen Ehrenplatz. Das will ich sehen. Da will ich ein Foto haben. Genau, perfekt. Wunderbar. Hey, vielen, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst. Wirklich super spannend, der ganze Einblick. Ich würde mal sagen, an alle da draußen, die jetzt gerade zugucken, einen Riesenapplaus nochmal über die Emojis, dass du das den ganzen Tag noch genießen kannst. Wie 60.000 Leute auf Schalke in der Veltins-Arena. Sehr geil. Nein, danke, dass du dabei warst. Und was machst du heute noch? Was sind deine nächsten Pläne? Ach, heute bin ich ganz entspannt. Das war jetzt heute meine Hauptaufgabe. Ja. Und ich lasse jetzt heute mal den Tag so einfach locker ausklingen. Schau ein bisschen Fußball. Es sind ja heute noch ein paar gute Spiele, was mich auch immer sehr interessiert. Ja. Geh mal ein bisschen raus, wenn es nicht regnet. Und ja, ich lasse einfach mal den Tag so an mir entlang ziehen. Wunderbar, das klingt gut. Dann wünsche ich dir dabei ganz, ganz viel entspannende Zeit und danke. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Mach's Ich gut und danke pass auf dir dich und auf, alles ne? Gute. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao, Ciao. mach's gut. Ciao. Sehr gut. Wir sehen uns. Tschüss. So, meine Lieben, der unfassbare Markus Krampe immer noch live on air und jetzt hat er es draus geschafft. Nein, wirklich sehr, sehr spannende Persönlichkeit, sehr engagierter Mensch und gibt da wirklich immer alles, finde ich, Hochachtung davor. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. War sehr schön. Ich habe jetzt des Weiteren, wir schreiben jetzt gleich weiterhin noch an Songs.
und arbeiten da. Nächste Woche am 25.04., wenn ich mich nicht irre, 10 Uhr live geht es wieder weiter mit einem neuen Gast. Und das ist einer, den ich schon wirklich viele Jahre, einige Jahre jetzt kenne, der mir immer zur Seite stand bei der Musik, der auch bisher bei jedem meiner Alben mitgewirkt hat. Und zwar ist nächste Woche bei Stars um 10 hautnah Felix Gauder mit am Start. Meine ersten zwei Alben hat er komplett produziert und meine musikalische Identität auch mitentwickelt und natürlich auch beim letzten Album sehr involviert gewesen. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wünsche euch in diesem Sinn noch einen schönen Sonntag und passt auf euch auf. Bis ganz bald. Macht's gut.